Und wenn es nur für uns ist, für wen ist es denn sonst? Ja. Selbstgespräche. Man muss irgendwann mal verstehen, was Selbstgespräche sind. Es sind schlichtweg und einfach nur Selbstgespräche. Im Halbdunkeln. Das ist das Halbdunkel. Aber ich zeige dir das einmal schnell, was ich da meine. Da springen wir jetzt einmal rein in unseren Chat. Und so war das heute Morgen mit dem Holger. Das war das Selbstgespräch. Das Holgerchen überprüft ja alles und dann stellt er fest, hier sucht er nach dem Agog, den ich angesprochen habe. Ich mache das einmal ganz, ganz kurz. Das ist diese Stelle. Die Geschichte von Gag und Agag. Gag ist die Ja. Welt, die ausgeht. Ja. Das ist also diese Stelle. Dann sucht er den Agag ihm dennoch her, hüben drei, drüben drei und dann hier sein Fragezeichen, Smiley. Das ist vollkommen korrekt. Es sind immer Ja. die zwei Seiten. Bei vielen bei uns im Chat, Nomen ist Omen, dass ich immer sage, HOL ist ja die wahrgenommene Welle, ist was Fremdes. GR immer, da ist auch der Uigur mit drin, der Reisende, der Fremde, den man nicht versteht. Das ist ein komplett anderes System, weil das aus der Matrix entspringt. Und jetzt habe ich ihm geantwortet. Ich mache jetzt das, diese kleine Stelle hier. Als erstes, Ezekiel 38, 2. Da kommt Magog vor. Ja. Menschensohn. Ganz, ganz interessant, wenn man das anschaut. Ich gehe gleich, da heißt es hier Ben Adam. Ja. Das geht hier um den roten Menschen. Okay? Ja. Und wenn ich das jetzt rot lese, heißt es Ben, nicht der Polaris Existenz, sondern im Sein. Innen im Sein. Wenn man mal das mit B als Vorsilbe nach, wo ich immer sage, das sind vier Seiten da immer. Richte dein Angesicht gegen Gog vom Lande Magog, dem Fürsten von Rosch. Hochinteressant. Dieses Benny heißt übrigens auch Oberfläche. Wenn du das einzeln nachschaust, das wird auch in der Dora sehr oft als Oberfläche, das heißt deine Oberfläche. Und das ist dann deine Oberfläche Gottes. Deine Oberfläche ist eigentlich nichts. El hast ja auch nichts. Und jetzt hast du hüben drei und drüben drei. Gog. Ja. Der Erde. Und dann kommt dieser Magog. Und dann ist es interessant, hier den Fürsten von Rosch. Und das ist jetzt hier ganz interessant. Da ist dieses Rosch der Fürst, wer ist der Fürst des Kopfes? Das bist doch du im roten Kopf. Du bist doch, sagst du mal, ein Fürst, ein Minister. Der Fürst ist natürlich auch ein Giebel an einem Haus. Dann kriegst du schon wieder unsere Ecke. Genau. Dann habe ich das nächste gemacht. Das ist sehr, sehr komplex. Und dann kommt jetzt Ezechiel 40, 120 und jetzt kommt diese Stelle und seine Wachzimmer. Das ist dieses DA, wo ich immer wieder sage. Das hast du übrigens auch Zelle und Loge. Ein Wachraum. Ein Wachraum, ein Wachzimmer, Zelle und Loge. Wenn du das ganze Selbstgespräch angehst, da rede ich ja ganz gezielt jetzt von dieses letzte Selbstgespräch auch von der Zelle. Ja, richtig. Aber das DA erwähne ich gar nicht. Ich lasse so unendlich viel weg, was alles dann in eins zusammenfällt. Drei auf dieser und drei auf jener Seite. Da steht jetzt praktisch drei Typen und drei drüben. Siehst du das? Das Ja. hätte ich jetzt nur weiterziehen müssen. Und jetzt wird es ganz interessant, dass jetzt da gesprochen wird von den Wandvorsprüngen. Immer AND heißt auf- und abspringen. Doppelt aufgespannte AND, die Schöpfung an existierenden Öffnungen, ist dieses Auf und Ab, das ist diese Beweglichkeit und das sind das, was vor dich hinspringt. Eingenommen in der Transversal immer nur in dir auftaucht. Er war nach dem Maßen des ersten Tores und da kommt jetzt dann und seine Fenster, seine Wandvorsprünge. Die Wörter kriegen einen komplett anderen Sinn, wenn man die komplexer übersetzt. Und jetzt diese Wandvorsprünge waren vor ihnen und eine Reihe, ein Tor zum inneren Vorhof. Das ist übrigens der Tempel vor Salem, dass hier immer von einem Vorhof gesprochen wird, der innen ist. Das Vor dir ist eigentlich in dir. Ist ein Ja. Oxymoron, merkst du das? Ja. So, und jetzt mache ich hier.
dieses habe ich reingestellt, weil hier in diesem Bild, da kommt irgendwo dieses Wort vor. Siehst du das? Ja. Das habe ich da irgendwo angeklickt. Das ist da mit drin in dem Text. Und der hat den Zahlenwert 464. Das ist intellektuelle Öffnung. Da haben wir wieder drei, immer dran denken, dass wenn ich drei spreche, dass das Dalet ja eigentlich vier ist. Das heißt vier Spiegel und vier Spiegel, die verbunden werden. Ja. Und das Wort heißt Ausmaß, die Größe, die Anzahl, die Ausdehnung, das Ausspannen, obwohl das eigentlich gar nicht ausgespannt wird. Da ist nämlich die geloschene 4 mit plus 1 minus 1 und jetzt habe ich D, darum mache ich jetzt 4 und 4. Ja. Und da das ja Spiegel sind im Kopf des Schöpfergottes, sind es eigentlich dann drei, siehst du, und die rote 4 schließt das Ganze dann. So, und jetzt mache ich den Agak. Der ist der entscheidende Satz, ist übrigens 15, ist ja Ja ist Gott und 33 ist die Welle. Darum mache ich immer dran denken, 3, 3, hüben 3 und drüben 3, plus minus, oder ich lese 33. Und da hast es aber, Samuel sprach, wie dein Schwert Weiber kinderlos gemacht hat, so sei kinderlos unter Weibern deine Mutter. Und Samuel hieb Agag in Stücke von Jahwe zu Gilgal. Gal, Gal. Das ist eine Welle, das ist plus minus und plus minus. Und jetzt kommst du wieder in diesen Vieren, in diesen Einerskreis, dass zwei Wellen sind, die sich gegenseitig aufheben. Ich will es da gar nicht so weit. Jetzt erkläre ich da nochmal den Holger. Ich rede jetzt nochmal raumzeitlich. Ich sagte hüben D3, drüben 3. Etwas anders gelesen. Ich kann nämlich auch die erste Generation und das Ei ließ ich mit einer 70 vorne. Dann hast du die Generation eines Trümmerhaufens. Und drüben die Generation ist hin und her schwingen mit zwei Bünden, ist immer eine polare Existenz, die Generation eines Trümmerhaufens. Kommt in der Geschichte von Gag und Agag, das habe ich gesagt, aber dieses Agag symbolisiert auch den Magog und das ist der König von Gog. Der beginnt in Ezekiel 38. Okay, das ist jetzt die Stelle mit dem Agag. Und das habe ich jetzt da nochmal übernommen. Da gehe ich jetzt einen Schritt weiter. Das habe ich nur in unseren Chat reingestellt. Das habe ich weitergeleitet. Das haben wir uns gerade angeschaut. Und dann etwas weiter vorne, wieder chronologisch gedacht, nämlich gestern um 22:22 hat unser Thomas, Schreibstift Thomas, erinnere dich auch in dem letzten Selbstgespräch, habe ich gesagt, die Schreibstifte, die du dir ausdenkst, die ich mir ausdenke, ganz bewusst diese Kisten, die Menschen, die ich mir ausdenke, jetzt rede ich nicht als Udo, sondern als UB, die werden genau das machen, was ich mir denke. Und wenn du ich bist, wirst du dasselbe erkennen, dass es egal welchen Menschen du denkst, er wird genauso sein, wie er von dir gedacht wird. Und er hat hier ja reingestellt, diese weiße Dora. Das ist etwas, einige Stufen weiter vorne. Und das beginnt, das ist natürlich jetzt der ganz persönliche Schreibstil von dem Charakter, von dem Abi Thomas. Ich verweise auch, ich verknüpfe jetzt wieder Sachen in diesem vorhergehenden Selbstgespräch, wo das mit den Gag und Agag vorkommt. Dass ich sage, meine Schreibstifte, die haben jede ihr eigenes Programm, die benutze ich. Und dann erwähne ich bei der Andrea, die Bücher von der Andrea sind Kindergeschichten, das sind extreme Vereinfachungen von was Komplexen, dass das wesentlich schwerer zu schreiben ist wie was Kompliziertes. Thomas, das alles, was hier geschrieben wird von dem Thomas, der das natürlich schreibt, was ich mir jetzt denke, was er geschrieben hat, der hat seinen eigenen Style. Das schockt einen normalen Menschen vollkommen. Das ist viel einfacher, wenn man dieses System hat, wie das so zu vereinfachen, dass es dann wirklich auch geistreich, lehrreich, verständlich wird. Aber da hast du jetzt die Weißwurst. Udo redet ja Fränkisch. Ist wie 33, vorne wie hinten 3, egal, es ist Wurst. Das kommt ein paar Stellen weiter vorne. Was wir vorher und nachher nennen, ist immer jetzt die Präsenz. Kann nur jetzt präsent sein. Ich präsentiere dir, dir oder dir, was du selbst bist. Das, was du in unseren Selbstgesprächen zu hören bekommst, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen infinitus ein Sub.
Und dann kommt das Zaubererbruder, weil den hatte ich hier nämlich dranhängen dann. Ich bin dein Zaubererbruder und du selbst, weil ich behaupte, dass ich du bin. Und da habe ich jetzt nochmal die weiße Dora, diese Übersetzung dranhängt. Ups, sorry. Da will ich hin. Und das macht dann wieder Angst. Und ich sage, du musst keine Angst haben. Du musst nur aufmerksam werden, dich selbst beobachten, Tierchen gucken, wie ich das nenne. Und nur den Fokus drauf legen, wie du ständig richtest und urteilst. Ich mache mal nochmal zwei Seiten aktuell. Ich habe in den letzten Sachen, wenn du jetzt nachschaust oder du kannst es allgemein machen, wenn du, ich bleibe mal Russland, ich bleibe jetzt wieder, wir denken uns jetzt wieder Welt aus. Die muss eins klar sein, egal was du vom Menschen glaubst oder denkst, du hast es aus der Zeitung heraus. Das ist jetzt so präsent, ich will das jetzt, ich könnte jetzt hersuchen aus dem Internet wieder die Bildzeitung. Gestern. Da ist natürlich nur zur Zeit Putin und Russland und der große Tyrann, alles was du siehst. Dann mache ich ein Gegenteil, ich spiele dir Videos ein von Putin-Interviews, die Putin hält, jetzt das Aktuelle, mit einem englischen Journalisten, der ihm Fragen stellt. Ich kann dir Videos einspielen, wo amerikanische Journalisten mit dem Putin reden. Und wir haben dasselbe, was ich hinweise, mit Gesprächen, mit Interviews mit Assad oder Amarin, dem iranischen, fällt der Name schon wieder nochmal ein, wisch und weg. Dass du plötzlich, wenn du wertfrei die Charaktere anschaust, mit was für einer unendlichen Ruhe und Präsenz er die Fragen beantwortet, jetzt innerhalb eines Kontexts, was nicht zu diskutieren ist. Wer der Böse ist, wer lügt, wer dieses und jenes macht, du schaust dir das jetzt an und wenn du das anschaust, wirst du merken, wer ist jetzt da der Aufgeregte, wer steht da wie der Depp und wer beantwortet präzise, zum Beispiel mit den Giftgasanschlägen. Dass ich so oft darauf hingewiesen habe, wenn du mal selber zum Denken anfängst, wenn ich doch einen umbringen will. Das ist so unendlich einfach, wenn ich denn wegkommen will, da muss ich doch nicht hier irgendein ganz spezielles Gas und immer wieder und dann natürlich mehrere Male. Und der Witz ist, die haben ja in diesen Giftgasanschlägen, haben ja zweimal überlebt. Ja. Meinst du, dass einer, wie blöd meint ihr denn, sagt Buddhist, dass wir sind, wenn ich denn wegkommen will, dann ist der weg, der kriegt nicht einmal mit, dass ich das, der wird von einem Auto totgefahren oder irgendwas, wenn er auf die Straße geht. Dasselbe haben wir doch bei den ganzen Anschlägen immer, wenn die anfangen bei 9-11, wenn die dann in die Trümmerhaufen, in ein Hochhaus, wo zerstaubt ist, wo das Flieger reinfällt, fällt es dann in den Haufen, den Personalausweis von dem Von den Piloten. Es ist, wie viele Fehler muss ich euch denn noch einspielen in eurer Medienwelt? Ja. Da ist immer noch das Quäntchen Hoffen, dass die Affen da außen, die du dir ausdenkst, da eigene Meinung hätten. Das ist jetzt die, es sind Fehler in einem Traum, das sind einfach nur ständig wechselnde Bilder. Und versuch das niemals an Gedanken von dir zu erklären, das betone ich immer wieder, denk an mein Beispiel mit den Händen. Aber wie flatterhaft du bist, mit deinem, eventuell mit deinem Charakter, weil ich rede jetzt ja mit deinem Geist und alles, was du aus den Worten machst, hängt von deinem Intellekt, von deinem Schwamminhalt ab. Aber du bist viele Schwamminhalte gleichzeitig, wenn du der bist, der vom Bücherregal steht. Die sich wieder gegenseitig komplett eliminieren, diese Widersprüche. Das ist wie wenn ich jetzt sage, ich denke mal aus, der sagt, der Engel ist rechts und der andere sagt, der Engel ist links. Wenn du vor Bücherregal stehst, wirst du feststellen, dass beide Aussagen richtig sind. Ja, genau. Es geht nie, Kategorie 2 Fragen sind extrem trügerisch. Und jetzt mache ich die aktuellen, die in dir von mir jetzt eingespielt werden, eventuell, hängt immer wieder davon ab, wer du zu sein glaubst. Und dann wirst du feststellen, dass jetzt nur Putin böse ist und hier lügt und die Menschen, jetzt siehst du wieder die Bilder im Fernsehen auf dem Monitor oder du liest Zeitung. Und jetzt kommst du schon wieder ins Schwanken. Jetzt warst du schon fast so weit, dass du gesagt hast, hier der Putin ist ja eigentlich der Gute. Und jetzt wird er wieder plötzlich extrem schlecht dargestellt. Aber es ist so unendlich simpel. Du musst dir nur bewusst machen, was jetzt da ist und beobachten, was du aus den Worten magst und mit welchen Seiten du sympathisierst. Es sind immer wieder Sätze. Wenn du mit Widersprüchen konfrontiert wirst, du Geist machst dir einfach nur bewusst, mit welcher Seite dein Programm sympathisiert. Und damit Ja. leidest du durch diese einseitige Sympathie mit einer einen, mit dem zusammengeschmissenen Leid. Leid ist nur ein anderes Wort für Unvollkommenheit. Leid ist nur Unvollkommenheit. Das ist Entheiligung.
Jetzt kommt wieder jeden, nein, die andere Seite ist richtig, die Richtung. Und dann handelst du, und das ist jetzt die Geschichte vom Israel. Genau. Wenn der Jakob zum Israel wird und er fängt an zu hinken. Ja. Das ist übrigens auch hier das klassische Wort für Fundament, die Basis. Wenn du das Griechische, die griechische Basis, das Wort Basis dann über Sanskrit in eine noch tiefere Etymologie reingehst, dann heißt Basis eigentlich gehen. Und zwar unter Form, worauf man tritt, tri-tt. Ah. Rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß. Und die Trinität ist praktisch, jetzt sind wir wieder in dem Thema. Wow. Der ausgeschlossene Dritte. Ja. Das ist eine Sprachphysik. Und es geht nur darum, dass du hier zuerst einmal deine Angst verlierst. Darum ist der erste wichtige Punkt, du musst hundertprozentig sicher, und ich betone nochmal, niemand, nimm das Wort, jetzt kommt unser Holgerchen dazu, ich nehme gerade auf, gerade reden wir von dir, natürlich nur Gutes, Holger. Niemand nimmt das Wort 100% sicher so ernst wie der Udo, der Brösel Udo. Wie definiere ich 100% sicher? Mein einfacher bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder hast du Kontakt oder du hast keinen Kontakt. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Da habe ich so viele Beispiele. Und sicher mal bewusst machen, dass die große Masse, die du dir jetzt ausdenkst, natürlich, die ist so, wie du sie dir ausdenkst, dass die so weit weg ist von dem, was hundertprozentig sicher ist. Die Physiker, die Chemiker, die du dir ausdenkst, die sind alle sich hundertprozentig sicher, dass das schon der Weisheit letzter Schluss wäre. Und ich sage immer wieder, jetzt bewusst chronologisch gedacht, die Wahrheiten von heute sind seit Ewigkeiten die Dummheiten, wo die Menschen morgen drüber lachen werden. Das ist ein elementares göttliches Prinzip. Und das alles, was etablierte jetzt, wenn du einen Status, eine Rolle spielst mit einem gewissen Status, ob du ein Professor bist, ob du, egal, ein Arzt bist, wenn jetzt was kommt, was entlarvt, dass du geistlos was nachäffst, dass das alles nicht stimmt. Du kannst so viele Sachen nachlesen in dieser Geschichte. Mir fällt jetzt spontan wieder das Plichter ein, das Plichter-System, ein relativ komplexes, aber auch simples, wenn man das nachrechnet, arithmetisches System. Der hat es zigfach überprüfen lassen. Fällt jetzt Professor Lange, Professor Doktor, 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 hat es intensiv überprüft. Er sagt, es stimmt, ein ehemaliger Jesuitenbader. Wurde danach aus dem Jesidentum rausgeschmissen, mehr oder weniger ein Nestbeschmutzer. Es sind immer Sekten, das ist wie Glauben, das ist wie unsere Root-Geschichte, wo sie jetzt macht. Wenn jetzt nicht nur du alleine, sondern die ganze Familie, nicht nur jetzt Mann, Frau, sondern Verwandten, was weiß ich, alle sich in einer Sekte befinden und du fängst plötzlich an, anders zu denken, du wirst ein Aussätziger. Sie hat das so schön hier, fällt mir gerade ein, doch reingestellt, auch wieder so ein schöner Zufall, muss ich ganz kurz das Bild übertragen. Das war doch hier, diesen Film hat sie in den Trailer reingestellt. Sagte, das ist voll meine Geschichte. Ein Pfarrer, der plötzlich anfängt, selber zu denken. Das sind die Zeichen, wo ich sage, es keimt in dir, es taucht was auf, und darum ist immer das Wichtigste, halt im Mund. Du wirst nicht mehr müde zu erzählen von Holofeeling, wenn einer neugierig ist. Aber sobald du merkst, dass einer das gar nicht verstehen will, stochastisches Denken, sondern nach Fehlern sucht, lass ihn einfach, ändere das Thema, es ist vollkommen sinnlos. Es ist wie wenn du jetzt deinen Computer nimmst und dein Computer hat, ich sag mal, irgendein Virus. Das ist ein einseitiger Glaube. Und der macht jetzt nicht das, was du willst, was natürlich ich immer erklärt habe, der Computer funktioniert immer hundertprozentig logisch, weil er zwischen einem Virus und einem Update keinen Unterschied macht. Ist es eine geistreiche, von dir, Geist aus gesehen, eine geistreiche Erweiterung und Verbesserung der Funktionen, oder kommt jetzt irgendwas rein, dass der Computer was macht, was dir nicht recht ist? Wir haben schon wieder zwei Seiten. Der Computer macht das, was ihm das Programm vorschreibt. Und der Virus ist genauso eine Programmänderung wie ein Update. Genau. Wir sind aber immer in dem Plus und Minus. Das interessiert uns nicht. Aber was ich jetzt sagen will, dass jeder normale Mensch, der in dir auftaucht, im Hintergrund, zuerst einmal aus dir entspringt, eine ganz spezielle KI ist, ein Glaubenssystem ist, ein Regelsystem ist, ein Vorstellungsmodell ist wie eine Software mit Daten, eigenständig.
Und du bist ja nichts anderes. Und jetzt merkst du dir eigenartig, dass die ganzen Denksysteme, die ganzen Menschen, die du dir ausdenkst mit ihren Glauben, sind die Quelle, jetzt hast du mal dein eigener Glaube, dein Programminhalt. Aber du wertest das einseitig. Und wenn ich jetzt sage, der Computer fängt zum Spinnen an, du kommst gar nicht auf die Idee, dem Computer zu erklären, dass er was verkehrt macht, dass er nicht recht hat. Du kannst mit dem Computer, du kannst mit was ausgedacht nicht kommunizieren, sondern bloß mit Geist. Es gibt innerhalb vom Computer natürlich eine Kommunikation, wenn ein Computer von einem Computer auf einen anderen Computer Daten überträgt. Aber was dir klar sein sollte, dass die Computer als Ding an sich das halt gar nicht mitkriegen. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und ob du jetzt sagst, der eine Computer überträgt an den anderen Computer was, oder du sagst, dass der eine ausgedachte Mensch erzählt am anderen ausgedachten Menschen was. Wo ist der Unterschied? Muss ich jetzt nochmal anfangen? Was denkst du bei einem Computer? Du denkst an ein Gehäuse mit einem Computerchip, mit einer Software, mit Programmen und mit einer Ausgabe. An was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? Du denkst an einen Körper mit einem Gehirn und einem gewissen Intellekt. Da ist doch kein Unterschied. Es sind wieder nur andere Worte für das letztendlich selbe, was ich beschreibe. Für irgendeine geistlos existierende, also selbst ohne Geist. Wobei das immer ein Geist braucht, weil ohne Geist, ohne träumenden Geist gibt es keine Figuren im Traum. Ja. Das Beispiel schmeißt wieder alles auf dich zurück. Auf den, der kein Bild von sich selbst machen soll. Auf den Adam. Es gibt nur einen Adam. Es gibt nochmal von Adam keine Mehrzahl. Das ist dann alles bei den Übersetzungen, war das hingebogen. Wo man übrigens so eine kleine Sache macht, jetzt bei Benny. Du wirst feststellen, das I am Ende ist ja Besitzanzeichen des Vierwort. Wenn ein I hinten steht, ist es mein. Kaff ist dein. Dann gibt es dann die Mehrzahl. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Was jetzt das Verrückte ist, dass du in jedem modernen Hebräisch Grammatikbuch lesen tust, dass das I am Ende kann mein und meine Plural heißt. Das heißt, das Benny, mein Sohn, wird immer mit meine Söhne übersetzt. Und dann wird von Adam gesprochen, der wieder Singular ist. Da gibt es nur einen einzigen Adam. Es gibt zwar einige Stellen, wo Adam mit der Im-Endung, mit der männlichen Mehrzahl Adam im hinten dran ist. Wenn du das Holger schaust, ja sogar in Denach rein, da wirst du aber feststellen, dass das nicht Menschen heißt. Also Adam ist ja Mensch und Adam im wäre praktisch die Plural, die maskuline Pluralform von Adam, könnte ich als Menschen übersetzen. Die wenigen Stellen, glaube ich, drei oder vier Stellen sind es jetzt. Wenn du das im Denach nachschaust, das wird immer als Röde übersetzt. Das Rode in der Mehrzahl, als eine Röde, nicht als Menschen. Und wenn ich jetzt Benny, da ist dann, das fällt dann immer wieder zusammen, diese Kleinigkeiten. Mir fällt spontan wieder das Buch Esther ein. Die Schriftgelehrten mit ihren einseitigen Auslegungen, ob du den Koran auslegst einseitig oder ob du jetzt den Tanach, die Tora auslegst einseitig oder das Neue Testament einseitig auslegst. Das wirft den Streit und den Krieg auf. Dasselbe gilt übrigens dann auch für die heiligen indischen Schriften. Mir fällt jetzt Bhaktisvedanta von der Hare Krishna-Sekte ein, was da mit der Srimad Bhagavatam macht. Das sind ganz klare Sätze. Da heißt der Originaltext, den er übrigens richtig übersetzt, sagt er, es gibt nichts, was schlecht wäre. Du darfst alles essen, du darfst alles trinken. Das ist ein Vers, der kommt übrigens im Neuen Testament ziemlich ähnlich vor. Mach dir keine Gedanken, was du essen, was du trinken sollst, was du für Feiertage halten sollst. Das ist alles gleichgültig. Neues Testament, such mal ein bisschen her, dann kannst du es raussuchen, wo die Stelle ist. In welchem Buch? Wenn selber neugierig, wann muss man halt suchen, wenn es einen interessiert. Dasselbe findest du in der Srimad Bhagavatam, eine heilige hinduistische Schrift, ganz gigantisch. Da steht im Prinzip dasselbe drin und dann kommt immer die Erklärung des Meisters. Jetzt frage ich mich, wenn er diesen ganz einfachen Satz, der ganz eine ganz klare Aussage ist, wieso, wenn du in der Hare Krishna-Sekte bist, wieso, wenn ich mir doch keine Gedanken mache, dass alles gut ist, alles, was Krishna erschaffen hat, ist zum Wohl des Menschen zur Freude. Wieso dürfen die nicht einmal einen Tee und einen Kaffee trinken, weil Koffein drin ist, geschweige denn ein Fleisch essen und so weiter und so weiter. Das ist dann das, was er lehrt. Hat er irgendwas von diesem ganz einfachen Satz verstanden? Ja, ich bin Moslem. Ich sage, was für einer? Ich bin der Christ. Was für einer?
Also war doch das der Maler Christ. Ein Katholik ist kein Christ. Ein Protestant ist kein Christ. Der Zeuge Jehova ist kein Christ. Weil die elementaren Sätze des Christentums brechen. Sie haben Feindbilder über Feindbilder über Feindbilder. Und was ist die Ursache? Sie sind tiefgläubige Materialisten. Du schreibst dir mit nachgeplappertem Wissen von irgendwelchen, aus welchem Grund auch immer, das sind deine Lehrer und Erzieher, ob du jetzt Fleischessen gut findest oder schlecht findest. Wie oft habe ich das Beispiel gebracht, wenn wir bei den Mineralien anfangen? Das ist eine Hierarchie von Leben, die unterste Form von Mineralien. Diese Mineralien werden von Pflanzen gefressen. Pflanzen, es ist ein gewisser Einswerdungsprozess. Du musst immer wissen, wenn dich was auffrisst, wirst du eins mit dem höheren System. Es gibt nichts Schöneres, wie aufgefressen zu werden. Ja. Die Pflanzen werden von Tieren gefressen und diese Tiere von noch größeren Tieren vom Fleischfresser. Das ist ein Riesenschritt in einen ganz anderen Bereich, wenn du Fleischesser wirst. Weil nämlich das hebräische Wort Fleisch hast auch die göttliche Botschaft. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es, mein Becher. Und das ist mein Blut, Belut, in einer Hülle stecken. Habe ich nicht gesagt, deine neue Traumwelt, wenn du ich bist, ist deine Traumwelt. Esse sie, sei sie, nimm sie wieder in dir auf, dass was Neues in dir auftauchen kann. Und der Adam ist ewig, der ist nach Gottes Ebenbild. Und der Enosch, der sterbliche, unhaltbar kranke Mensch, der Trockennasenaffe, der wird von Gai aufgefressen. Gai, der Geist ist der Schöpfergott. Und dann wirst du selbst so ein Schöpfergott, weil du eins wirst mit dem Schöpfergott, der dich auffrisst. Das ist die rote Liebe. Ja. Das bedeutet die Symbolik. Sehr simpel, ne? Wirklich. Wird allumfassend. Vor was hast du eigentlich Angst? Zuerst einmal, wenn du weißt, was du bist, wer der oder was das ist, was mich jetzt sprechen hört. Dann hast du keine Angst vor der Vernichtung, weil du weißt, dass du Energie bist, ein Nichts, das nicht vernichtet werden kann. Und das auch nicht mehr werden kann, wie es schon im Meer als El Hayom ist. Ja. Es kann sich aber umformen. Ein Chamäleon. Ja. So, jetzt springe ich in die Zukunft. In der Zukunft nennt sich das übrigens Odo. Schon drauf ja. Eingegangen, wenn man sich ein bisschen der auskennt. Genau. Der Formwandler. Der Formwandler. Der dritte aus der Sternenmitte. Ja. Du wirst übrigens in den Silikaten wirst das auch finden. Das ist das letzte Selbstgespräch. Habe ich so ohne. Ich habe ihn heute danach nochmal, nachdem wir die Aufnahme abgebrochen haben, ich rede jetzt normal, haben wir nochmal ein Riesending dran gehängt, dass ich dir so viel zeige. Du wirst nämlich dann die Codon. Da gibt es also in der, wenn du die Silikate dann machst in der Chemie, da spricht man dann von Codonen. Aber diese Codone, ich tue es jetzt nicht her, so schau einfach CO2 und Codon, was ein Codon ist, dann landest du genau in diese Art von chemischen Vorstellungen. Das ist CO2. Und was natürlich ganz interessant ist, dass du dann auch in einem gewissen Maß Spirit, ich sage Spirit, Spiritus, ja. Ist der Geist. Wir nennen das Alkohol. Dass das Ester ist. Das ist eine Esterverkehrung. Ester ist, indem ich mich versteckt habe, in den Geist, in dem ich mich versteckt habe. Dass das alles in einem Riesenkomplex zusammenhängt. Und wie oft habe ich schon gesagt, du kannst eigentlich jeden Buchstaben mit jedem Buchstaben austauschen. Ich habe da tausendmal darauf hingewiesen, du denkst jetzt ganz kurz die Rot-Blau-Tabelle. Wir bleiben mal nur in der blauen Hälfte. A ist ja Rot der Schöpfer und Blau die Schöpfung. Das ist eine ganz simple Logik. Darum ist auch A ein lautloser Buchstabe, der Konsonant A ist ja nur Mund aufmachen. Ja. Mhm. Da passiert eigentlich nichts, sondern ich mache eins, aus eins mache ich zwei. Darum hat es mit der Lippe ist auch plötzlich die Sprache und der Rand. Jetzt entsteht ein Ra, berechnetes A in D. Denke ich an die obere Lippe oder an die untere Lippe? Okay? Das Ganze Li heißt zu mir kommt PP. Etc. pp. Berge, Berge nennt sich das auf Lateinisch. Ganz nebenbei mit P gesprochen. Wissen erweckt Geist. Berge, Berge. Gib einfach mal ein etc. pp. P. P. Das steht für etc. Berge, Berge.
Ist nicht ganz schlecht, was dir der Dilettant Böttcher jetzt erzählt. Wie unendlich anmaßend sind Menschen, die andere Dummheit vorwerfen. Ich werfe den Menschen, die ich mir ausdenke, keine Dummheit vor, weil die, die ich mir ausdenke, sind genauso, wie ich sie mir ausdenke, meinem Traum. Das bist du übrigens, ich denke auch jetzt dich aus, der vom Computer sitzt. Auch das rote Ich, den Geistesfunk, denke ich mir auch aus, weil ich eins vor dir stehe. Ich rede jetzt als UP. Und nochmal, ich strafe nicht. Das Problem ist die Freiheit, die du hast. Würde ich dich jetzt angstfrei und glücklich machen, dann müsstest du ohne Angst sein und du müsstest glücklich sein. Und alles, was müssen ist, bezieht sich immer auf geistlose Dinge, die das selber gar nicht erleben, was sie sein müssen. Den Traum erlebt der Geist, der träumt. Und nicht irgendein ausgedachtes Ding. Darum ist die Freiheit so eigentlich wichtig, dass ich dich selbst entscheiden lasse. Und ich meine jetzt die absolute Entscheidung, ob du glücklich sein willst. Und das Glücklich ist natürlich so eine Sache. Glücklich kannst du nur sein in einer Form von Unglück. Ja. Die fossile Un hat nämlich zwei Funktionen. Ist es die aufgespannte Existenz von Glück? Glück beginnt mit Gall, wir sind wieder bei unserer Welle. Oder ist es verbundene Sein von Glück und dann ist GL ist ein geistiges Licht? Ja. In der Lampe, der Projektor, diese Symbolik, das rote Ich, sind ja alle Schatten, die draußen auftauchen, sind letztendlich Facetten von dem einen Licht. Genau. Richtig. Mein Dia-Projektor-Beispiel. Ja. Dass wir ein Display haben dazwischen. Dis, die Öffnung deiner intellektuellen Raumzeit, ist das Display im Dia-Projektor. BLO heißt ja Wunder und das 70 am Augen ist das, das Wunder von Augenblicken. Aber ja, in dem Wort Wunder steckt die Wort Wunde mit drin. Das heißt, ich muss was auseinanderreißen, nämlich ja, das, was ich berechne. Da steckt auch das doppelt aufgespannte Unde. Unterform von Unda, ja, beziehungsweise Unda ist eine Unterform von diesem Unde. Unde heißt woher, woher kommt es, woher, auch immer. Unde, Unde heißt wörtlich auf Lateinisch übersetzt, wo, immer dran denken. Doppelt aufgespannt, kreisend, wo, auf Hebräisch schreibt sich das auch AI. Das ist der Schöpfergott. Das ist es nichts. Drum ist AI, muss ich es doch nochmal herholen, wenn wir jetzt da schon so schön dabei sind. Haben wir einen Bildschirm? Ja. So, machen wir ganz einfach mal AI. Schau, vor Silbe Un heißt nicht und heißt wo. Das heißt, wenn in der Bibel irgendwo die Frage nach wo ist, dann steht auch Ei. Und das Ganze führt uns jetzt zu Unde. Jetzt ist das Bild eingefroren. Ja, mach du weiter, Rita. Meinst du, der merkt, jetzt ist das Bild eingefroren. Ja, lass uns einen Moment warten. Ja, warten wir einen Moment. Ja, Geduld. Etwa. Sind wir wieder da? Jawohl, sind wir wieder da. Ja, das ist immer, wenn es bei mir regnet, kann man auch jetzt erklären. Mache ich ganz kurz. Von wo, woher kommt es eigentlich? Wo haben wir dann Unde, Unde? Weil da kannst du dich reinlesen. Und das ist natürlich die Unterform unserer Unda. Ja. Jetzt hast du die Woge, die Welle, die Feuchtigkeit. Und jetzt machen wir ganz, ganz kurz. Jetzt weiß ich nicht mehr mal. Na. Etc. brauchen wir. So. Abkürzung und Aufzählung.
etc. Und die übrigen Dinge, denen gehe immer wieder das Gesetz deines Gehirns oder deines Geistes. Du musst doch irgendwo das BB, die Verstärkung vom BB etc. ist Berge, Berge, fahre fort, infinitus. Das ist einzelne drin, Unterform. Ist wurscht. Müssen wir jetzt nachschauen. Und das, dass du merkst, dass ich immer wieder diese die Erklärungsmodelle, was steige ich jetzt mit ein, dass hier zum Beispiel die Kleine, wenn ich den Brustkorb immer anspreche, dass du irgendwie meinst, die Sprache ist aus unartikulierten Tierlauten in der Vergangenheit, das ist genauso nachgeäfft wie die Zellen und all das Zeug und die Atome und die Elektrone und die Protone und dann kommen die Down-Quarks und die Up-Quarks. Es ist so zerdacht, es sind Vorstellungswelten, die wirklich nur einer denken kann, der so programmiert ist. Aber was ist das, was programmiert wird? Was ist das Ding, was, ich sage mal rot geschrieben, was ist der Computer als Ding an sich? Das ist ja der Symbolisierer in dieser Metapher, dich selbst, den Geist. Dein Intellekt ist das Programm. Und alles, was die Maschine macht, macht sie aufgrund des Programms unterdorfen. Das ist das neue Weltbild. Das neue Weltbild des dritten Jahrtausends, wie ich das nenne, aber nur, wenn du in den Bewusstseinsknick reingehst. Darum ist es auch so unheimlich, wie ich dick, wie JCH, ich im Mittelpunkt, dass du zuerst einmal deinen eigenen Mittelpunkt wirst und begreifst, du bewegst dich nicht durch Raum und Zeit. Du bewegst dich durch einen Traum. Und der Traum, den du um dich herum die Bilder wechselst, ist ein transversales Auf und Ab von ständig wechselnden Bildern. Ich setze dich in Bewegung. Und der einzige Unterschied jetzt ist zwischen dem Begreifen und dem Verstehen. Wenn dir das jetzt logisch erscheint, weil du dich da reindenkst, hast du es noch nicht verstanden. Stimmt. Meine Metapher dazu ist, du bist der Computer, du hast im Internet eine Seite gesehen mit einem vollkommen neuen Programm, wo du ganz tolle Sachen machen kannst. Du lädst dir das jetzt aus dem innersten Internet in einen peripheren Mittelpunkt rein, den du deine Festplatte nennst. Jetzt hast du das eigentlich schon. Das ist, wenn du Holofeeling nur intellektuell nachvollziehst, aber wenn nach wie vor dein altes Wissen weiterlaufen ist. Du hast es deswegen nicht installiert, nur weil du das auf der Festplatte hast. Du musst es integrieren in dein Betriebssystem, dass das dann auch wirkt. Das heißt, Holofeeling fängt massiv an zu wirken in dem Moment, wo das installiert ist. Das heißt jetzt, wenn du anfängst, rot zu glauben, weil der Glaube ist auch rot und blau. Der blaue Glaube ist dein Gehirnlicht, ist die Schöpfung von aufgespannten Polaritäten. OB ist die Beschwörungskunst aufgrund eines nachgeäfften, angelesenen Glaubens. Der rote Glaube ist das geistige Licht, das ist dein rotes Ich und das ist der Schöpfer mit einer verbundenen Polarität. Weil selbst wenn ich mir jetzt plus 5, minus 5 oder plus 1, minus 1 denke, bleibt es immer 0, weil ich dieses geistige Licht jetzt die Wurzel bin von allem, was ich mir ausdenke. Was ich ins Quadrat hebe, das symbolisiert jetzt geistreich gelesen eine Quadratzahl, ist immer der Begriff E ist die Energie und oben ist erst einmal hier die 2. Ja. Das ist jetzt, wie habe ich das das letzte Mal gemacht? Dieses Aufspringen. Ja. Das ist die Nulllinie, das ist die Nulllinie, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das macht. Und jetzt taucht Plus und Minus gleichzeitig auf und ich setze einen ausgedachten Mittelpunkt. Plus Minus ist die Nulllinie und der Minus. Darum ist Minus 1 in dem Moment des Nichts, das ist eigentlich dann die Null. Genau. Weil ich nur das sehe, was auftaucht. Und das, was auftaucht, was ich jetzt Plus nenne, kann was Positives oder was Negatives sein. Dann muss ich aber zwangsläufig, wenn ich das jetzt so auftauchen lasse, muss im selben Moment dass ich es hinkriege, muss im selben Moment auch das passieren. Dann habe ich unten zwei und oben zwei. Ja. Jetzt hast du den Einheitskreis mit dem Plus-Minus. Genau. Die Arithmetik ist sehr präzise. Ich kann immer nur sagen, du wirst von mir nie hören, egal was du mir als Beweis bringst, dass das nicht stimmt. Jetzt mache ich es wieder einfach in meinen einfachen Kinderschriften, was ich vorher gesagt habe hier mit der Schrift vom Thomas.
ich rede jetzt einmal normal, dass der Thomas seinen Style hat, zu schreiben, zu denken, aufbauend auf Holofeeling, das er seit fast 20 Jahren studiert. Intensiv. Der war vorher bei den Rosenkreuzer und so weiter und so fort, wollte eigene Weisheitsschule aufmachen, wie es das erste Mal bei mir war. Ich schmunzel dann bloß, der schmunzelt mittlerweile selber, weil er kann da die Wahrheiten von heute. Damals sind die Dummheiten, wo du morgen nur drüber schmunzelst, wenn alle dann meinen, ich mache Weisheitsschule auf oder ich mache einen Lebensberater und bin nur in einer Blase. Letztendlich mache ich dich doch bloß, um Geld zu verdienen. Das ist so. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Darum sage ich, du musst dir das nicht vorwerfen. Das vom Saulus zum Paulus werden. Der Saulus übrigens dann die Sache mit dem Agag. Das ist der Agag. Der König, den muss ja hier, der König von Saul, bin ich auch in Selbstgesprächen darauf eingegangen, der muss den ja komplett vernichten. Alle Frauen, alle Tiere, alles vernichten. Das ist die Welt, die du dir ausdenkst. Ja. Der Prophet kommt zu dem König und sagt, vernichte die alle. Das ist der weltliche König. Übrigens, der Saul schreibt sich ganz interessanterweise, wenn wir das mal ganz kurz machen. Das ist Saul, der spricht mir hier mit einem Sinus, mit einem Sinn, einem linkspunktierten Sinn aus. Linkspunktierte Sinn ist Sinn. Sinn, A-U-L. Das ist die Hölle, der König der Hölle. Das ist der weltliche König der Welt, des Totenreichs der Unterwelt. Du bist zurzeit ein Saul. Du bist der König deiner Welt als träumender Geist. Alles, was du weißt, ist geborgt und geliehen. Stimmt oder stimmt? Ja, ja. Und jetzt ist es also so, dass wir hier eigentlich Schöpfung von aufgespanntem Licht, das macht eine Logik, das ist ein Sinus, dass da schon die Kraft weiter das L mit drin steckt. Jetzt wollen wir das rausschmeißen, schau, dass wir gleich einmal der Logos Gottes, der Logos ist das Schöpferlicht und die logische Schöpfung von Licht, das ist immer wieder die Rot-Blau-Lesung. Das ist jetzt, wenn du das blau machst, weil dir das ganze Wissen, die ganze Macht ist ausgeborgt. Das ist übrigens das hebräische Wort für bitten, um etwas bitten. Erbitten, fordern, fragen, verleihen. Weltliche Könige bitten ständig um was. Mächtig zu sein, gesund zu sein, reich zu sein. Das, was sie haben, nicht verlieren wollen. Das ist das Weltliche. Ja. Und das sind jetzt die Antworten dazu. Das hebräische Wort für Antworten. Aber dasselbe Wort heißt Misshandeln und Quellen, weil du willst eine Antwort, die dir logisch erscheint. Die Logik ist deine Miss. In dir handelt deine Logik, deine einseitig nachgeplapperte Logik und darum ist es ein Misshandeln. Und du quälst dich ständig laufen, weil du die Qualitäten immer nur einseitig definierst, wenn aus Qualitäten wird aus einer Qualität eine Qual, bis du das vollkommen erkennst. Dann wird es geistreich. Und ich weiß sehr wohl, wenn man das hört und sich nicht damit auseinandergesetzt hat, mit der Vordersprache, dass das ganz, ganz fremd ist. Wo jetzt hier einige, die sich lange Zeit damit beschäftigen, aber jetzt ist die Frage, wie lange dauert lange Zeit? Wann hast du angefangen, ich frage jetzt einmal die Ritter, wann hast du angefangen, die Vordersprache zu lernen? Wann hast du damit angefangen, die Ohrenbohrungen zu studieren? Überleg dir genau, was du sagst. Ich könnte dich jetzt auch fragen, wann hast du angefangen zu denken? Und wenn du das Wesentliche, was mir wichtig ist, ist nicht, dass du Wörter erklären und auffächern kannst, dass du Formen richtig deutest, ganzheitlich deutest, sondern dass du zuerst eins erkennst. Wenn ich dich frage, wann hast du Geistesfunk zum Denken angefangen, dass du einfach lächelst und sagst, was ist das für eine blöde Frage, ich kann da bloß jetzt denken. Das ist wieder unsere in der reinen Arithmetik, wenn die Streckungen und Dehnungen vom Zahlenkreis machen. 1, 2, 3, dann D wird es gedehnt, dann wird es wieder gestreckt. Das ist raumzeitliche Vorstellungen, sind eine Illusion. Es sind Informationen, du kannst es drehen und wenden. Wie groß deine Information ist, ist schon wieder eine Vorstellung dieser Information, die als Ding an sich sich immer in dem Mittelpunkt befindet. Aus dem auch nichts raus kann. Es kann was ausgedacht werden.
Darum ist wirklich wichtig, ich sage immer wieder vom ersten Mal hören, 20 Jahre ständig wiederholen und am Ball bleiben. Und wenn du meinst, du hast was Wichtigeres zu tun, zum Beispiel Bildzeitung oder Fokus oder den Spiegel lesen, dann halte ich dir einen Spiegel deines Glaubens vor. Und deine Welt um dich herum wird sich zu einer Hülle verwandeln, ohne Ende. Auch die große Erkenntnis, wo ich sage, wenn du eine Zeitung liest, die muss eins klar sein, das Einzige, was da ist, ist ein Fetzenpapier mit Worte. Wenn du einen Film anschaust, ist ein Monitor da mit flackernden Lämpchen. Und jetzt schau mal in dir, wie du durch Interpretation jetzt deine ganz subjektiv geprägte persönliche Subjekt geprägte Welt ausdenkst, wie du dir Menschen ausdenkst und in einer riesen Arroganz bestimmst, wie diese Menschen sind, die du dir jetzt aus Grund dieser Vorstellung, dieser Worte, dieser Reizauslöser ausdenkst in dir. Das nenne ich Handwichserei. Wiederhol es immer wieder, wenn du eine Zeitung liest. Ob du jetzt Trump liest oder Putin liest, schau in dich rein, wie du dir den ausdenkst. Meinungsumfragen von Bildzeitungen, von Zeitungen, ein Witz ohne Ende, weil die Leser der Bildzeitung haben die Meinung der Bildzeitung. Zumindest die, die in den Leserbriefen auftauchen. Ich springe mal in das Udo-Leben zurück. Mitte der 80er Jahre, rein aus beruflichen Gründen, den Udo, den ich mir jetzt in diese Geschichte reindenke, habe ich in meinem Laden, in meinem Tonstudio und Entwicklung, habe ich natürlich sämtliche deutsche Hi-Fi-Zeitschriften abonniert gehabt. Man muss ja wissen, was los ist in der Szene. Wenn du jetzt einen guten Fachmann machst, informierst du dich. Wissenschaftler lesen ja auch immer wieder Spektrum der Wissenschaft, was neue Entdeckungen sind. Unser Josef Gassner wüsste ja gar nicht, dass man jetzt endlich hier auch Photonen gefilmt hat zum ersten Mal. Oder ich stelle Ihnen die Publikation rein, wo du genau nachlesen kannst, wie die das gemacht haben. Und jetzt gehst du wieder aufgrund von Schrift, baust du dir raumzeitliche Vorstellungen auf, die andere gemacht haben. Deine Vorstellungen, die du in dir aufbaust, die baust nur du auf. Da hat ein anderer überhaupt nichts damit zu tun. Außer du plapperst nach, dann bist du aber auf der Ebene der Existenz. Und solange du dich auf der Ebene von was Existierenden bewegst, bist du vollkommen geistlos, weil du vergänglich bist. Geist ist nicht vergänglich, Geist ist ewig. Also gut, ich gehe kurz zu den Zeitschriften zurück. Das waren übrigens damals ungefähr 10 verschiedene Hi-Fi-Zeitschriften, die letzten Endes nur aus 2 Verlagen kommen sind. Ach. Ich weiß nicht, wie 1000-mal, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich habe das seit 25 Jahren nichts mehr damit zu tun. Das ist hochinteressant, das ist immer wieder, da ist ein Verlag, das habe ich so oft vorgelesen, da waren zum Beispiel 2 Zeitschriften, die extrem gegeneinander, wie Autofirmen, gegeneinander gekämpft haben. Das hast du mittlerweile in der Lebensmittelindustrie, dass hier ein Konzern verschiedene etablierte alte Lebensmittel, ich rede jetzt bewusst raumzeitlich, Lebensmittelmarken aufkauft. Und das ist das Spiel des Kartells, dass der Endverbraucher meint immer noch, das sind 2 eigenständige Firmen und die haben den Eindruck, dass die sich in den Preisen bekämpfen, obwohl der Besitzer das eigentliche Geld dahinter eine Firma ist und jetzt die Illusion aufbaut, dass die Gegenseite hier versuchen, möglichst günstig zu sein und können das frei diktieren. Und dasselbe hier in den Testzeitschriften, ich nenne mal den Namen, damals hat es gegeben, als Stereoplay und Audio. Und die haben teilweise sehr unterschiedliches Konzept gehabt. Aber ich habe dann den Leuten bei mir im Laden gesagt, pass auf, ich zeige euch jetzt einmal was. Wir gehen ins Impressum und das weiß ich heute noch, Stuttgart-Leuschnerstraße 1, Vereinigte Automobil-Sportverlage, da kommt auch die Automotorsport her. Die kommen aus demselben Verlag. Ich war ja bei denen, ich habe ja die Testredakteure alles kennengelernt damals. Die sind alle bei mir gewesen, die waren total begeistert und sagten, wir können ja nicht schreiben. Das sind unterschiedlich, Verlagsintern, kämpfen die wie ein Internetspiel, wer die höhere Auflage hat. Jeder hat einen eigenen Style der Darstellung. Wenn die Tests machen, die Firma hat nur ein Testlabor gehabt. Das ist nicht, dass die für jeden dieser 2 Zweige Stereoplay und Audio 2 verschiedene Messgerätelabors einrichten. Und da fällt Donnerstag, darf der Verlag, dürfen die Redakteure rein und am Mittwoch dürfen die Redakteure die Testgeräte benutzen. Die haben teilweise sehr, sehr unterschiedlich getestet. Jetzt ist interessant, alle Jahre wurde hier ein Wettbewerb, immer wieder so ein Preis ausschreiben, was sind die beliebtesten Hi-Fi-Geräte Deutschlands? So in der Art, da gibt es ja noch etliche Verlage. Und das ist ganz interessant, wenn der Verlag das durchgeführt hat, da kann man natürlich Preise gewinnen.
dass eigentlich immer absolut synchron jeder Verlag hatte eine Bestenliste. Das heißt, also hier zum Beispiel bester Lautsprecher bis 1000 Mark, war in der Markt damals noch, bester Verstärker bis 1000 Mark, beste Lautsprecher, Verstärker in der Preisklasse bis 5000 Mark und so weiter und so fort. Wenn du das angeschaut hast, die beiden Zeitschriften hatten andere, das sind sogenannte Referenzgeräte. Was ist zurzeit der beste Geräte in der Preisklasse bis 1000 Mark oder bis 5000 Mark oder bis 10.000 Mark? Die hatten unterschiedliche Referenzgeräte, mit dem sie gesagt haben, das ist zurzeit State of the Art, das ist das Beste, was es in der Preisklasse zu kaufen gibt. Jetzt, wenn sie ihren Wettbewerb, wir fragen die Leser, was die besten Geräte sind, was ihre Meinung ist. Es ist ein großes Wunder, dass die Stereoplay-Leser praktisch eins zu eins die besten Geräte, die Referenzgeräte der Stereoplay waren. Und in der Audio sind die besten Geräte der Audioleser sind die Referenzgeräte der Audio. Die Leser, der Massenleser der Bildzeitung, ist das, was die Bildzeitung schreibt, richtig? Und der den Spiegel liest, für den ist richtig, was im Spiegel steht. Und der den Stern liest, für den ist richtig, was im Stern steht. Wenn du da ein bekennender Fan bist. Du kannst jetzt die Verlage auch Parteien nennen. Wenn du in der CDU ist es richtig, was die CDU sagt, bist du in der FDP ist richtig, was die FDP sagt. Das ist austauschbar. Wir können das auch Religionen nennen. Wenn du ein Katholik bist, ist das, was die Katholiken sagen, richtig. Wenn du, weil du äffst nach, du kommst aus dieser Blase, dieser Glaubensblase nicht raus. Indem du Feindbilder bekämpfst, war alles, was du brauchst, um dich zu heiligen, letztendlich ein simples Prinzip, letzten Endes von deiner eigenen Logik, die gar nicht deine Logik ist, abgeblockt wird. Meinungsumfragen. Jetzt hast du mal halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot, da außen ist überhaupt nichts außer das, was du dir jetzt ausdenkst. Und nicht einmal das ist da außen. Ja. Das ist deine Information. Lass das auf dich wirken. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten. Ich sage jetzt in der Erde. Mach dir kein Bild von irgendwelchen Sonnen, wo Planeten sich rumdrehen oder galaktischen Wirbeln. Und mach dir kein Bild von irgendwelchen Downquarks und Upquarks und Protonen und Positronen und Photonen. Das ist es. Mach dir kein Bild von was oben oder unten. Bleib zuerst einmal bei dem Mesokosmos auf deiner VR-Brille. Alles andere sind reine logische Konstrukte, die nur einer sich denken, vorstellen kann, wenn er das Programm laufen hat. Das war im letzten Selbstgespräch, wo ich sage, mit Glückseligkeit, meinst du, dass der technische Fortschritt oder der medizinische Fortschritt die Menschheit glücklicher und gesunder gemacht hat? Das ist unendlich brutal. Die Masse der Ärzte sind nur Keulis. Wenn du jetzt ein Arzt bist, dann sieht es wieder ganz anders aus. Dann wirst du in einen Konflikt kommen. Wenn du ein Versicherungsvertreter bist, wie der BCE ehemalig, dann kommst du in einen Konflikt. Ja. Ich sage aber, mach dir keine Gedanken. Du kannst wie ein Schauspieler, du kannst ohne weiteres ein Mörder spielen, auf der Bühne weiterspielen. Das wird dann relativ schnell zu Ende gehen, weil ich dich dann aufwachen lasse, wenn du bereit bist, das dann mal hier das zu überdenken, wo ich jetzt sage, das muss der Saulus, den Saul, der in der Hölle, soll ich es nochmal herholen, haben wir uns gerade angeschaut. Das ist ein König, ein weltlicher König. Dieser genau. Saulus muss zum Paulus werden. Das ist die Verwandlung. Das ist ein interner Akt, ein Geschäftsmann. Ich war als Udo, ich habe das immer wieder betont, ich war ein hundertprozentiger Geschäftsmann in jeglicher Beziehung, was Steuer, immer korrekt, immer ehrlich, aber auch in diesem zu einem Geschäftsmann gehört, dass auch in einem gewissen Maße Gewinnmaximierung da ist, das für mich aber wie bei Monopoly war, mir ist das Geld wirklich am Arsch vorbeigegangen, damals schon, wie ich jung war, das wird mir im Nachhinein, wenn ich jetzt das... Ganz selbst, ich sage, schau in dich rein und sei selbst ehrlich. Kann ich das wirklich beschwören? Das ist so der Wahn, die besten, die natürlich klingenden Lautsprecher der Welt zu bauen. Das war meine Vision. Dass man nebenher natürlich an einer Entwicklung, was ich Geld aus verblasen habe mit Messgeräten und Entwicklungen, ich muss das ja alles selber finanzieren. Ich habe früher gesagt, ich werde was, da war Grund nicht so groß, habe ich dann viele Wunder erlebt, weil hier einer der großen Macher von Grund, ich war ein absoluter Fan von mir. Ich weiß zum Beispiel meine super dünnen Kabel. Ja. Die waren ja nur wie ein Haar so fein, ne, Holger? Hast du mal eins gesehen? Ja. Ja, ich habe das auch noch.
Rafein. Udo, vielleicht hörst du uns noch. Also du hast, wir haben hier Standbild, das ist jetzt die zweite massive Störung schon innerhalb von kurzer Zeit. Ja. Es wird nicht besser. Nein. Jetzt scheint sich was zu tun. Also es ist die zweite massive Störung. Ja, das ist das Wetter. Ich sage, Herr Gott, ist wie das Wetter. Ich hoffe, du hast jetzt das gehört. Habt ihr das gehört? Ja, Gott ist wie das Wetter. Gott ist dasselbe wie das Wetter. Er macht, was er will. Man kann auch drüber lachen. Wird es jetzt wieder besser? Ja, jetzt ist wieder besser. Ist wieder besser? Das ist Gottes fies Wetter. Der darf drauf schlecht haken. Schau, ich kann aber drüber lachen und ich kann mich aufregen, weil ich jetzt irgendwas will. Ich mache den Satz fertig mit den Kabeln und dann sind die losmarschiert und dann habe ich endlich 0,0076 Quadratkabel gekriegt. Ganz, ganz dünne, feine wie ein menschliches Haar. Und wo haben die das Auftreten? In der Schweiz. Bei der Firma, die diese kleinen Mikrospulen für die Armbanduhren, für die digitalen Armbanduhren machen. Da sind nämlich ganz winzig kleine Spulen drin und die haben solche feine Drähte. Schau an. Da muss man drauf kommen. Inspiration. In der Uhren. Und das Ideal wäre ein unendlich dünner Draht. Darum sage ich immer, wenn einer Fragezeichen auf den Augen hat, die DMK, lange Leitung, dünner Draht mit Knoten. Jetzt meinen wir, da geht nichts mehr durch. Nein, da bewegt sich nichts mehr, weil alles hier und jetzt ist. Hat auch wieder zwei Seiten. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Schwimmen noch eine Runde leben. Das sind die Schwerpunkte, wo du dich drauf fokussierst. Also mit geistlosen Nachäffen, Nachplappern, mit angelesenem Wissen, das führt dich nur von einer Sackgasse in die nächste. Das ganzheitliche Denken wird nicht komplizierter, sondern wenn man es ganzheitlich sieht, wird es immer einfacher. Das sind die Sätze, den Traum erlebst bloß du. Du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst. Und du veränderst dich als Ding an sich, Dinge. Das ist das göttliche Gesetz, veränderst du dich gar nicht. Das ist, wenn ich sage, der Leser eines Buches oder der sich einen Film anschaut, ständig wechselnde Bilder anschaut. Bleibt vom Anfang bis Ende, weil der nicht im Film ist. Auch. Vollkommen unverändert. Und wenn ihr den nächsten Film anschaut, das nächste Leben, das nächste Buch liest, ist er immer noch derselbe Geist. Dieser absolut selbe, der jetzt wechselnde Filme oder wechselnde Leben erlebt, das ist der vom Bücherregal, das ist JCH. Der Geist des Funken jetzt, reduziert, der es erlebt, ist immer derselbe Geist, aber Geist des Funken nenne ich, wenn du in Verbindung stehst mit einem Film oder mit einem Buch, das du liest. Und der wiederum steht in Verbindung mit dem, der er zu sein glaubt. Das ist die Hauptrolle. Jetzt ist aber die Hauptrolle, das Rosh, die Spitze, H, der Quintessenz Schöpfer ist UB. Und der fängt jetzt T sich an zu spiegeln und dann beginnt das Ganze zu rollen. Ja. Und jetzt ist das Rot, als 270 gelesen, ist jetzt zum einen die Quelle und der berechnete Augenblick. Dieser Augenblick selber, das jetzt LL ist. Darum ist mir Schreiben immer wieder, wenn wir das All machen, das Universum nennen wir ja All, sind zwei Ls. Bin ich schon mal drauf eingegangen. Das heißt, All heißt eigentlich, der Schöpfer ist Licht und Licht. Es ist Licht und es ist Licht. Da steht nicht, es ist Licht und es war Licht. Es gibt keine Zeitformen in den alten Hebräischen. Da steht, es ist Licht und es ist Licht. Das ist ein Licht, das ist die Energie, die Quelle und ein ausgedachtes Licht. Drum ist ja auch San und San. Ja. Gleich ausgesprochen, bloß unterschiedlich geschrieben. Wir haben ein San und ein San mit U und mit O die Wandlung. Ja. Was ich Ihnen auch die Zeichen, die Formel zeigen, wenn ich jetzt sage, dass hier die 6, 4 Spiegelungen, du kannst die 6 hochdrehen, dann wird 9. 6, 9 und du kannst das in sich drehen. Wir sind wieder bei den 4 Seiten. Wenn wir das jetzt machen mit den kleinen Buchstaben, habe ich alles erzählt. Du kannst jetzt ein P machen, du drehst es rum, dann wird es ein Q. Du kannst es auf den Kopf stellen, dann kriegst du B und B. Und dann B und D. Und wenn du das jetzt zusammenzählst, diese Buchstaben, also das weiche B und das D und dann gespiegelt B und das Kopf und das P,
und du setzt jetzt die Zeichen zusammen, kriegst du 186. 686 ist wieder Kupp. Das ist der Affe. Eine Affinität in vier Spiegelrichtungen. Es ist ein Klein oder eine Harmonie in der Schöpfung, die ich erschaffen habe. Das sage ich jetzt als IQB. Und es baut von Spiegelungen auf Spiegelungen von Spiegelungen auf. Und mir ist vollkommen klar, wenn du die Grundlagen nicht hast, dann ist nur Bahnhof. Du kannst mir jetzt den größten Theologen nehmen, wenn der Holofeeling hört, wenn ich nur ins Hebräische gehe, er könnte mir eigentlich folgen, wenn nicht immer das geht. Nicht, das stimmt nicht. Wenn er nicht an seiner Einseitigkeit feststellt. Ich sage jetzt bloß wieder, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen und sofort, der erste Moment ist das dann mal, das stimmt nicht. Ja. Das geht nicht. Ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Und ich sage jetzt wieder, wer bestimmt es? Du selbst, rot geschrieben, oder das Programm, dein Glaube, dein Intellekt, das überhaupt noch nicht dein ursprüngliches Programm ist. Holofeeling ist dein Programm, weil du nämlich in diesem Innern ich bist. Jetzt ist das Internet wieder. Jetzt ist das Internet wieder weg. Das Internet ist niemals weg und es ist immer Weg. Immer. Es ist immer. Ich muss jetzt einfach nochmal. Das war heute Morgen. Schau. Was ist Weg? Drei Ausführungsformen. Rede ich, es ist nicht mehr da, es ist weg. Rot geschrieben, sage ich, es ist ein Weg, dann mache ich schon eine Strecke. Stimmt oder stimmt? Von A nach B. Ja. Rede ich von der Strecke oder bloß von den entfernten Objekten, dass ich mir jetzt woanders hindenke? Das ist das Spiel. Ach. Da kann ich es umschalten. So. Das ist ganz einfach. Wir haben einmal, ich bin die Wahrheit und der Weg. Jetzt kann ich die Wahrheit natürlich auch rot machen, dann habe ich W, doppelt aufgespannte Schöpfung, ist immer die Quintessenz des Kopfes oder eine Wahrnehmung im Kopf. Das wenn jetzt, darum brauchst du die 16 Zeilen. Und wenn ich sage, es ist weg, ist es nichts. Das sind wir, wir sind ständig weg, weil wir was sind, was man nicht denken kann. Wir Geist sind etwas, was gar nicht existieren kann, weil wir ewig sind. Jetzt kann ich mir aber was von mir Weg denken, dann denke ich irgendein Objekt in einer gewissen Entfernung aus mir heraus, das letztendlich nicht da außen ist, sondern in mir, weil ich das zweite Gebot halte. Ich sage immer wieder, selbstverständlich darfst du dir was ausdenken, aber immer mit dem Bewusstsein, dass es nur hier und jetzt ist, egal wo ich es mir räumlich oder zeitlich hindenke. Und ich kann mir jetzt die Strecke von mir, das erfordert aber schon, dass ich mich selbst zu was Ausgedachten mache, der hier jetzt in einer gewissen Entfernung vor sich was glaubt und dann ist das ein peripherer Mittelpunkt, da sind wir in die letzten Selbstgespräche drauf eingegangen. Die ganzen peripheren Mittelpunkte sind aber immer wieder wichtig zu verstehen, dass das immer im Mittelpunkt ist. Ja. Und das ist jetzt, wenn man das Ganze dreidimensional bedacht, die Reihe, immer an die dimensionslose Geschwindigkeit denken. Dimensio heißt übrigens auseinanderfließen auf Lateinisch. Es fließt auseinander. Und jetzt ist es so, dass ich immer nur sagen kann, von einer Strecke, von einer Linie, einer Reihe, klingt viel schöner, einer Spiegelreihe. Eine Linie sollte man lieber Reihe nennen. Ist jeder Punkt der Mittelpunkt, wenn die unendlich ist. Von einer Kugeloberfläche ist jeder Punkt auf dieser Kugeloberfläche, alles vorgestellte Dinge ist der Mittelpunkt. Und jetzt wirklich, dann lassen wir es gut sein, wir denken uns an den Luftballon. Das Licht von UB ist B all. Ja. Licht. Ja. Das Licht von UB ist B all und das ist Licht on. Wir denken jetzt an Luftballon und dann machen wir lauter Punkte drauf, schwarze Punkte. Und wir drehen jetzt den und du schaust einen schwarzen Punkt an. Wenn ich den auf, das ist jetzt der Mittelpunkt, dieser ausgedachte Mittelpunkt von der Oberfläche der Kugel, der Sphäre. Wenn ich jetzt den aufblase und du schaust, war doch der schwarze Punkt größer und kleiner. Dann siehst du ganz klar, dass sich der erweitert um diesen ausgedachten Mittelpunkt auf der Sphäre. Aber die Punkte drumherum, wenn du weiter weg gehst, strömen alle gleichmäßig, wenn wir den aufblasen, aus diesem ausgedachten Mittelpunkt weg. Genau.
Jetzt drehe ich diese ausgedachte Kugel und du schaust dir einen anderen Mittelpunkt, einen anderen Punkt an und du wirst feststellen, das Prinzip bleibt das gleiche. Das heißt, dass jeder Punkt eindeutig der Mittelpunkt dieser Oberfläche ist. Aber was passiert jetzt, wenn ich da die Luft rauslasse? Wenn ich das wirklich zu nichts mache, das Licht des UB, nicht mehr denkbares Licht, Energie, dann wird, wenn du wieder einen Punkt anschaust, wird er in sich zusammenfallen und all die Punkte drumherum fallen in Richtung dieses ausgedachten Mittelpunktes. Aber jetzt kommt das Problem, dass dieser ausgedachte Mittelpunkt sich den absoluten Mittelpunkt nähert. Die ausgedachten fallen und es fällt jetzt in den absoluten Mittelpunkt rein. Ja. Das ist Physik, ausgedachte Physik, geistreich erklärt. Jetzt machen wir einen Sternwerfer. Da ist ein Licht, da bratzelt was raus. Ja. Das bewegt sich übrigens von ausgedachten oben nach unten, ohne dass es sich verändert. Das geht in den Abyssus rein. Da bratzelt jetzt Sterne raus. Das habe ich früher schon, habe ich Videoanimationen gemacht. Und jeder dieser Funken, die rausspringen, sind ausgedachte Mittelpunkte in unserem Tetraederspiegel. Und du wirst jetzt feststellen, dass, wenn man das genau anschaut, dass jeder dieser Funken, umso mehr die sich von dem Licht, das immer gleich bleibt, das ist ein immerseiendes Licht, wenn das rausbratzelt. Die Funken, die rausspringen, umso weiter die sich von dem Mittelpunkt entfernen, umso dunkler werden die. Und warum werden die dunkler? Weil die ausgedachte Energie verlieren, weil aus dem Punkt nämlich wieder Punkte rausspringen und jeder Punkt... Ja, ja. Genau, folgendes. Das sind wie lauter so kleine Sternschnuppen. Udo, also er und ich, wir können noch weitermachen, aber vielleicht hörst du uns auch. Ist wieder Standbild, Unterbrechung. Der Abbruch ist eine Wunderkerze. Haben wir die Wunderkerze? Ja, Wunderkerze haben wir noch. Ja, so den Anfang. Die kleinen, jetzt bist du schon wieder eingefroren, Udo. Oder wer?